Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und jetzt auf dem Weg in die blaue Ecke, to the blue corner. Er ist der amtierende Europameister aus München, from Munich, Germany, für SES Box Promotion. Bitte begrüßen Sie, please welcome, Robin Krasnitschi! Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, sich nun zu erheben für die Nationalhymnen. Please rise from your seats for the national anthems. Und wir beginnen mit der Nationalhymne Spaniens. First, the national anthem of Spain. Und nun die deutsche Nationalhymne, now the national anthem of Germany. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen nur die Offiziellen des Kampfes vorstellen. Supervisor für die EBU aus Belgien, from Belgium, Bob Logist. Die Punktrichter, Roman Petrov aus Russland, Hugues Elbeau aus Belgien und Massimiliano Bianco aus Italien. Wir kommen nun zu den Kämpfern. Der Mann in der roten Ecke ist 35 Jahre alt und er wog gestern beim offiziellen Wiegen 76 Kilogramm. Er ist 1,78 Meter groß und Profi seit 2014. Seine Bilanz: 16 Kämpfe,
16 Siege, davon 10 durch Knockout. Bitte begrüßen Sie, please welcome again, Ronny Landaeta. Der Mann in der blauen Ecke ist 31 Jahre alt und er wog gestern beim offiziellen Wiegen 75,9 Kilogramm. Er ist 1,86 Meter groß und Profi seit 2005. Seine Bilanz: 53 Kämpfe, 48 Siege, 17 durch Knockout. Meine Damen und Herren in der blauen Ecke, please welcome again Robin Krasnitschi. Der Ringrichter aus Italien, Guido Cavalleri. Gentlemen, please, I'd like only clarify. Remember what I told you in the dressing room, okay? Shaking in, good luck. Sie wissen nicht, was Sie mit ihm anfangen sollen, mit diesem Ronny Landaeta. Das ist die Aussage von Magomed Shaburov, dem Trainer von Robin Krasnitschi. Krasnitschi selbst hat nur 3 Runden überhaupt gesehen von Landaeta, überlässt alles seinem Trainer und fragte direkt vor dieser Auseinandersetzung, wie soll ich diesen Kampf angehen? Antwort von Shaburov: Das sage ich dir nach der ersten Runde. Sie wollen ihn erst einmal studieren. Er hat lange Arme, dieser Landaeta. Er hat gute Kondition. Er ist nicht sonderlich schnell, aber er hat 10 seiner 16 Kämpfe vorzeitig gewonnen. Das ist ein Markenzeichen. Das ist stark. Egal, dass alle diese Kämpfe in Spanien, in der Nähe von Barcelona und Malaga, seiner Heimat, stattgefunden haben. Und Sie sehen, sehr vorsichtiger Auftakt von Robin Krasnitschi. Der versucht jetzt hier nicht sonderlich viel, gibt seinem Trainer die Zeit, diesen Landaeta jetzt live zu studieren, weil all das, was Sie gefunden haben im Netz und sich haben schicken lassen an DVDs, hat keine wirklichen Erkenntnisse gebracht. Lange Arme, das ist sicher, hat dieser Landaeta. Boxt relativ unorthodox, das sieht man schon. Steht relativ aufrecht und bekommt hier den ersten Aufwärtshaken und geht zu Boden. Guido Cavalleri zählt Landaeta an. Er wirkt noch nicht benommen, er wirkt nicht angeschlagen, Landaeta. Behauptet selbst von sich, ich habe vor allem 2 Dinge, Kondition und Fähigkeiten einzustecken. Das hat er hier an dieser ersten Stelle in diesem Kampf nicht wirklich nachgewiesen. Mit aufgeschlitzten Hosen, das erhöht seine Bewegungsfreiheit, erinnert ein bisschen ans Kickboxen, an MMA, daher auch die Blumenkohlohren. Der ist auch ein guter Ringer. Magomed Shaburov. Direkt vor ihm die nächste Hand von Krasnitschi, der in aller Gelassenheit hinterhergeht. Das ist eine gute Runde, die zumindest mal 10-8 für Krasnitschi ausgeht. Top-Auftakt des Europameisters, der sehr ruhig und bewusst steht. Achten Sie mal drauf. Ganz gezielte Bewegung. Er soll präzise boxen. Er soll gerade Hände schlagen. Das ist die Grundkonzeption, mit der Sie hier reingehen. Funktioniert bisher exzellent. Er wedelt mit seinen Armen, Landaeta. Gerade mit der linken Führungshand. Also die sind außergewöhnlich lang. Konnte die bisher allerdings noch nicht einsetzen. 10-8 Runde für den Europameister, für Robin Krasnitschi. In seiner Ecke Magomed Shaburov. Sehr, sehr gut. Unbequem, ne? Ja. Lass mal.
tief einatmen, ausatmen, mit Nase sein und mit Mund ausatmen. Ja, that's it. Versuch mal mit drei erstmal. Ja, eins, zwei, drei, absichern. Und wenn der reinspringt, nicht weg. Nee, einfach drei Kombinationen. Eins, zwei, drei. Ja? Jetzt nicht rausgehen. Lass den kommen erstmal. Lass mal, dass der auf Deckung kommt. Krieg mal ein bisschen Gefühl. Und die linke muss treffen. Oben, unten. Du stehst so. Ja, weiter so. Weiter so. Und der springt rein. Du siehst, wer springt rein. Und dann ganz ruhig ziehen und dann der rechte gerade geht auch zum Anfang. Aber erstmal Gefühl, mein Sohn. Magomed Shaburov, was hat er alles erlebt? In Duschanbe, Tadschikistan, geboren 1970, lebt inzwischen in Frankfurt am Main, hat dort das Gym, in dem Krasniqi auch trainiert, war Junioren-Europameister 1988, Shaburov. Und ein Jahr vorher schon Trainer. Der ist ewig aktiv in diesem Geschäft, hat unglaublich viele Größen trainiert, auch als Assistenztrainer. Eine extreme Erfahrung. Krasniqi vertraut blind auf ihn. Trotz dieser ersten guten Runde ist Shaburov von euch ganz zufrieden, spricht von Gefühl. Und er soll Lander Eder durchaus mal kommen lassen, um genau solche Hände zu schlagen. Einen Cross über die Führungshand hinweg. Und dieser Aufwärtshaken. Und da lässt er ihn wieder von der Angel, genauso wie es Shaburov wollte. Lander Eder ist sehr offen und wenn er getroffen wird, sofort im Rückwärtsgang mit doppelter Übersetzung. Watch it, watch it. Sie sehen auf Lander Eders Hosen zwei Flaggen, die spanische und dann auch die venezuelanische. Ist nämlich geboren in Alta Gracia de Orituco. Mit 22 Jahren erst wegen der wirtschaftlichen Chancen nach Barcelona, nach Spanien ausgewandert. Und jetzt nimmt er diese krachende Rechte, ansatzlos geschlagen über die Führungshand hinweg. Jetzt muss Cavalleri, der Italiener, eingreifen. Und zwar mit ganzer Muskelkraft. Das gefällt ihm nicht. Robin Krasniqi, unterstützt von einer großen kosovarischen Community und natürlich von seiner Freundin Heidi. Heidi Luštako, wie er geboren im Kosovo, lebt seit 1995 in der Schweiz, ist, man kann es ahnen, Model. Arbeitet für eine Schweizer Agentur und ist seit Arthur Abraham bei jedem Kampf von ihrem Robin dabei. Lebt jede Sekunde mit. Verlobt sind sie. Und Krasniqi holt sich auch diese zweite Runde und das auf sichere, gute Art und Weise. Ronny Lander Eder wird jetzt was hören von seinem Trainer von Salvador Heredia und er von Magomed Shaburov. Tief einatmen, ausatmen, mit Nase einen, mit Mund ausatmen. In der Ecke, ne? Hier. Versuchst du mal jetzt mit Täuschung, ne? Ein, zwei, rechte täuschen und dann linke Haken. Ja, aber von weit siehst du, der fängt dich, weißt du? In die Mitte bleibst du ruhig stehen, Schritt zurück kannst du, mehr nicht. Und dann versuchst du, den zu stören. Und in Designen auch, erstmal musst du bewegend machen. Machst du Schritt und dann kannst du dann ruhig kontern. Auch bei seiner Linke, wenn der so schlägt, der Rechte muss reinkommen. Und Linke immer wieder hoch, Linke immer wieder hoch, dann versucht er von oben. Lass ihn noch ein paar Runden. Und lockerer, bisschen lockerer. Hände. Ganz ruhig, Magomed Shaburov. Genau dafür liebt ihn Robin Krasniqi. Hat noch eine zweite wichtige Beziehung. Eingesprungener Aufwärtshaken mit rechts. Das war
spektakulär, aber nicht aus dem Boxlehrbuch. Landa Eter geht mit allem rein. Das ist beim MMA natürlich so erlaubt. Next time, one point deduction, okay? Okay? Ronnie, look me. Next time, one point deduction. Cavalieri hat sich klar und deutlich ausgedrückt. Beim nächsten Schlag auf den Hinterkopf gibt es einen Punktabzug für Ronnie Landa Eter. Ronnie, hör zu, mein Freund. Jetzt ein bisschen besser drin, auch mit der Führungshand. Kaum sage ich's, schlägt er fehl. Das sind die Schwinger, die Magomed Chaburov ansprach. Deshalb soll die linke Führungshand von Krasniqi immer vor der Gesichtshälfte bleiben. Ganz wild. Das ist gefährlich, Landa Eter, das haben Sie erkannt. Der schlägt blind, der schlägt einfach mal so rein und das sind Zufallstreffer, aber die können hart und schwer sein. Krasniqi muss auf der Hut bleiben. No, 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 no. Arbeiter, Arbeiter, vorwärts, vorwärts, dass die Ansage von Salvador Heredia, dem Coach. Schöner Treffer, der war mal drin mit rechts. Aber das ist alles sehr unsauber, was Landa Eder da vorträgt. Respekt vor den Händen von Krasniqi, geht immer sofort ein paar Schritte zurück. Landa Eter. Aber er bleibt dran. Auslagewechsel bei Landa Eter für ein paar Sekunden. Jetzt steht er wieder richtig. Wild. Zu wild. Erste Runde 10 zu 8 für Krasniqi. Die folgenden beiden jeweils 10 zu 9. Lo stiamo haciendo ahora mismo. Este round que es el que quiero. Así quiero que trabajemos. ¿Ok o no ok? ¿Vale? Esto le incomoda a él. No te preocupes. Respira tranquilo, respira tranquilo. Esto le incomoda a él, Ronnie. Esto le está a él. Agobiado por un tío que está encima de él. Sabiendo que pega, lo agobia. Pero yo quiero que vaya tapadito. Poco a poco se le va a ir mermando la velocidad. Y lo vamos a ver mejor. Vamos a ir calando abajo y arriba. Vale, vamos a ir calando largo abajo. Vale. Vamos a anular esa izquierda. Vamos a meter la derecha por encima. Y metiendo más manos. Ahora súper. Súper bien. Mírame, hay que buscar un contra para un pro. Ese tío, la cosa que haga, hay que pillarle el engaño y buscarlo y encontrarlo y aprovecharlo. Ese no es Dios, ¿ok o no? ¿Ok? O vamos a seguir igual. Was für eine Energie von Salvador Heredia, dem Mann aus Malaga, wo er trainiert. Wird extra aus seiner Umgebung in Barcelona weggezogen, um sich vorzubereiten auf genau solche Momente. Arbeite, mache Druck, bleibe dran. Das ist die Kernaussage von Heredia. Druck machen, aber Konterboxer bleiben. Denn das ist die Stärke von Landa Eter. Eben in solche Situationen hineinzuschlagen. Genau das soll er zeigen. Jetzt, wo er in den Seilen gefesselt ist. Ruhe bewahren, in die Aktionen von Krasniqi hineindonnern. So wie hier. Mit der Rechten. Krasniqi konnte Druck aufbauen, hat aber in dieser Anfangsphase dann relativ wenig geschlagen. Gruß ins Publikum von Landa Eter.
soll symbolisieren, dass er nicht beeindruckt ist vom Aufwärtshaken. Krasniqi's. Robin Krasniqi soll auch täuschen, soll Aktionen andeuten, um dann anders zu finishen. Davon im Moment noch nicht sonderlich viel zu sehen. Treten sich jetzt auf die Füße. Hoppla. Na, Kopfstöße. Vorsicht, Vorsicht, meine Herren. Und wieder springt er hinein, Robin Krasniqi. Unter den Augen seiner Fans und Papa Tafil. In Junik geboren, der Vater 62, der Sohn 87, hat in Deutschland gearbeitet, Tafil. Seine Frau dann, die mit den Kindern in Junik im Kosovo lebte, nachgeholt. War Obst- und Gemüsehändler in München. Das dann auch die erste Station in Deutschland von Robin Krasniqi. Noch heute nimmt er das als seine Heimat. Mama übrigens, Mone, die sitzt jetzt nicht mal am Fernseher, sondern im Wohnzimmer. Die Familie im Schlafzimmer, sie kann es nicht ertragen. Und jetzt gibt es den Punkt Abzug. One point in Russia. One point in Russia. One point in Russia. Zum wiederholten Mal auf den Hinterkopf geschlagen. Ronny Landaeta erkennt das an, aber sie haben gesehen, was es mit ihm machte. Das ist auch ein psychologisches Moment. Das nimmt den Boxer mit, vor der Kulisse hier vorgeführt zu werden. Eine Strafe zu halten. Genau das ist ja auch die pädagogische Maßnahme. Mal sehen, wie er damit jetzt umgeht. Wenn Krasniqi diese Runde gewinnt, dann wird es wieder eine mit 10:8. Für den Europameister. Landaeta hat es schwer. Knockout momentan in weiter Ferne. Jörg Hohmann ist da. Tut weh, ne? Mit Magomed Chaburov. Ja, aber bleib ruhig dort. Und dann ist da noch ein dritter Mann in der Ecke. Auch er hat große Erfahrung im Kampfsport. Schlag, dritter. Ja, weil zwei schlägst du auf Deckel und dritter muss rein. Und dann ganz ruhig wieder hoch. Hände hoch. Da war und wenn du in die Seilen stehst, in die Seilen, der Schlag auf den Hinterkopf. Mach mal Schritte. Und langsam, du siehst seine Bewegungen. Erst Schritt zurück und dann kannst du. 2-1. Rechte gerade, linke Haken. Also der dritte Mann da hinten, das ist Mirdi Limani. Ein Albaner Kickbox-Weltmeister, Kickbox-Weltmeister im Weltergewicht bis 2006. Dann trat er zurück nach dem letzten gewonnenen Kampf in Frankfurt am Main. Ein Drittel des Gefechts ist um. Die Führung für Robin Krasniqi im Moment 6 Punkte. Denn er hat 2 Runden, die erste nämlich per Niederschlag und die vierte per Punktabzug mit 2 Punkten gewonnen. Linke hoch. Stoisch nimmt es Chaburov. Wie Krasniqi hier gute Treffer landet mit der rechten Führungshand, mit der rechten Schlag, Entschuldigung. Es ist wild, es ist wieder auf den Hinterkopf. Er kann dafür durchaus disqualifiziert werden. Ronny Landaeta, er tut das nicht mit Absicht, das ist sein Stil. Das ist die beste Hand von Robin Krasniqi. Diese rechte hinweggeschlagen und da ist er wieder nah dran. Und jetzt ist er verletzt worden. Das wird ein unabsichtlicher Kopfstoß. Nada.
Und in der neutralen Ecke jetzt behandelt. Accidental cut, accidental bad, accidental cut, okay? Und weiter geht's, das ist verdammt wichtig, ein unabsichtliches Foul. Wäre es Absicht gewesen, dann hätte der Kampf hier durchaus abgebrochen werden können. Und da wir schon über die vierte Punktrunde hinaus sind, wäre es dann zu den Scorecards, zu den Punktrichtern gegangen. So allerdings geht es jetzt weiter. Und das ist eine große Aufgabe für die Ecke von Landaeta. Der marschiert, gefällt mir gut, Wille ist da. Aber es bleibt wild. Robin Krasniqi muss seine Linie bewahren, muss versuchen, sich Landaeta fernzuhalten. Das wird auch für den Ringrichter, für Guido Cavalleri aus Italien, noch ein schwieriges Gefecht. Wie viel kann er nehmen? Ronny Landaeta, er selbst behauptet, unendlich. K.O. ist keine Option für ihn. Das kennt er nicht. Mírame, hay que meter presión. No se le puede dar de pensar. No se le puede dar de pensar, Ronnie. Tranqui, mírame, ya estoy protestando. Ron, Feuerwerk von Salvador Heredia. Anúlale, cuando bloqueas por dentro no entra en sus manos. Contragolpea cuando pare el crochet de derecha, volado de derecha, o el gancho. Aber das ist das Problem auch von Krasniqi schon in den Duellen zuvor. Er trifft gut, aber da fehlt eine gewisse Grundenergie. Hier der Treffer auf dem Weg nach vorn. Im Gesicht. Der unabsichtliche Kopfstoß. Er hört nicht auf, er geht rein. Salvador Heredia, 5. Der Mann mit dieser verrückten Stimme, haben Sie das gehört? Der trinkt kein Whisky, keine Zigarre, das ist nur durchs Boxen gekommen. Durch seine Energie am Ring, sein Vater Salvador Heredia, der 4. war spanischer Meister der Amateure. Dann gibt es die 3 Onkels, einer von ihnen José Luis Heredia. Der 3. war EBU-Meister bei den Profis. Es ist eine Familiensaga und er... Ronny Landaeta soll zu dieser Familie dazugehören. Fühlt sich sehr, sehr wohl im Kreis der Heredias. Das ist ja keine Absicht von Landaeta. Der schlägt halt sehr wild. Und wenn Krasniqi dann nach vorn geht, dann trifft er ihn mit seinen Schwingern eben am Hinterkopf. So muss er boxen, Robin Krasniqi. Dann hält er sich den Spanier vom Leib. Und es bleibt die beste Hand, diese ansatzlos geschlagene rechte. Wenn es einen Knockout geben sollte für Krasniqi, dann wohl durch diese Hand. Die rechte zum Kopf geschlagen. Jetzt ist Energie drin. Das merkt auch die Halle. Wieder dieser Schwinger, der sitzt von Krasniqi. Präzision wollte sein Trainer sehen, Magomed Chaburov. Da könnte er sich jetzt noch ein bisschen steigern, aber das ist natürlich auch extrem schwer gegen diesen unorthodoxen Landaeta.
schöner Aufwärtshaken. Und immer wieder knallen sie mit den Köpfen aneinander. Robin Krasniqi, jawohl, das ist richtig, diese Ermahnung. Er hat da am Ende noch ein bisschen gegengedrückt. Darf er nicht. Ist schwungvoll in der Hüfte immer noch. Sie sehen diese wippenden Bewegungen bei Krasniqi. Der hat Kondition, hat viel trainiert im Bayerischen Wald, ist topfit. Das sieht man seinen Körper an. Die Frage ist, Sie haben dieses Gewichts-Jojo bemerkt, diese 17 Kilogramm, die er zugelegt hat in den Urlauben in Capri, im Kosovo, in der Schweiz, in New York. Hat er das alles gut weggesteckt, hat er das gut verarbeitet? Zur Hälfte dieses Europameisterschaftskampfes gibt es eine Antwort. Ja, aber es gibt noch 6 Runden. Tief einatmen, ausatmen. Wenn Auslage wechselt, er will dich mit rechten Knochen, dann gehst du hier. Und wenn du gehst Richtung deine Rechte, der versucht dich mit rechten Haken. Du gehst hier. Ja, und wenn der linke schlägt, dann haust du von hier deine rechte Ganze, wenn der Auslage wechselt. Weil der will mit dich mit rechten Haken. Der seine stärkste Schlag ist rechte. Da musst du sehen, da musst du immer aus der Weg gehen. Ist gut. 1-2, Schritt, 1-2-1. Kannst du ruhig. 1-2-2-1 ist gut. Nase einatmen, Mund aushalten. Und in die Seile versuch's mal früher rausgehen. Zack, zack, zack. Auch Magomed Chaburov ist der Meinung, dass die Rechte von Krasniqi diesen Kampf entscheiden kann. Deshalb soll er, wenn die Linke kommt, von Landaeter nach rechts rausgehen und darüber schlagen. Also die Bewegung von Krasniqi, das ist genau richtig jetzt, immer ein bisschen rechts orientiert. Gegen den Uhrzeigersinn. Um genau diese Hand zu schlagen, hat er jetzt einmal als Aufwärtshaken gut gemacht. Zum Körper sehr variabel. 4 Schläge von Krasniqi, die alle gut waren. Guter Auftakt. Und jetzt muss er sich hier verteidigen. Das ist jetzt die falsche Richtung. Das ist der Uhrzeigersinn. Chaburov für die andere. Er bleibt dran, Landaeter. Der ist extrem unangenehm. Sah unterwegs ja schon mal so aus, als sollte der Europameister diesen Kampf hier vorzeitig entscheiden. Aber davon ist im Moment keine Rede. Landaeter geht weiter nach vorn. Boxer, Boxer. Kein Hinterkopf diesmal. Gute Führungsende. Da ist keine große Energie im Moment drin bei Landaeter. Viele kleine Hände. Jürgen Bremer geht erstmal in Hab-8-Stellung, zieht den Kopf etwas zurück. Er ist der Pflichtherausforderer des Europameisters. Könnte also gut sein, wenn Krasniqi diesen Kampf hier heute zieht. Danach sieht es im Moment aus, dass es dann zu einer Begegnung kommt, die es so schon mal gab. Nämlich Krasniqi gegen Jürgen Bremer. Damals siegte der Schweriner. In Rostock war es. In der 9. Runde. Geht kurz in die Knie, war da Schlagwirkung drin. Landaeter zeigt an, mitnichten. Aber wirkt doch jetzt schon erschöpft. Ronny Landaeter, kein Wunder, er geht hohes Tempo, er marschiert immer nach vorn.
Aber er trifft den Europameister zu selten. Tief einatmen, ausatmen. Sehr gut, sehr gut. Sieht gut aus. Atmen. Ja? Und ein bisschen ruhiger, wenn du in die Seile stehst. Ein bisschen stabiler. Der kommt schon so. Und dann musst du wie ein Hund. Und dann geh zu ihm ruhig. Verstehst du? Nicht an die Seilen hängen, sondern. Ja? Und so wie du hier sehr gut gemacht hast. Und auch gib Seilen, du gehst raus, der hängt da und du guckst. Geh raus und kontra dich. Ich hör dich gar nicht. Du hörst mich gar nichts. Ja gut, die geben mir. Ja, okay. Beim Rausgehen musst du. Nein, die haben schon mich verwandt. Warum? Ja, Hände hoch. Er ist okay, ja Ops. Mitunter sehr, sehr ruhig, sehr bewusst, der Magomed Chaburov. Aber Robin Krasniqi fordert während der Runde mehr Ansage. Er höre seinen Trainer gar nicht. Moniert er. Chaburovs Antwort, die haben mich schon verwarnt, ich darf nicht mehr so laut da reinrufen. Er muss es jetzt auch selbst lösen. Geht das Mano? Eso, qué bonito. Eso, Roseo. Eso, Roseo, Ronnie. Auf der anderen Seite geht es permanent laut zur Sache. Wenn Chaburov verwarnt wird, dann muss Heredia aus der Halle. Permanent. Fans von Robin Krasniqi jetzt zum ersten Mal im Chor hörbar in der Anhalt Arena von Dessau. Es geht um die Europameisterschaft. 12 Runden gegen Ronny Landaeter. Stefan Hertel wird das Ganze zu Hause am Fernseher in Berlin verfolgen und natürlich enttäuscht sein. Im Ende des Sparrings, da hat er dramatisch abgebaut. Alle fragten sich, warum. Er war einfach erkrankt. Und wenn man in so einen Kampf hineingeht, der ja eine Lebenschance darstellt, dann muss die Fitness stimmen. Stefan Kühne, sein Trainer, hat deshalb diese Begegnung abgesagt. Ronny Landaeter ist eingesprungen, der Mann, der sich vorbereitet hatte auf einen Kampf Anfang Dezember, war noch gut in Form. Sein erster Kampf außerhalb Spaniens. Will Weltmeister werden, wie alle Boxer. Im Moment ist er davon noch entfernt. Im Herzen Venezuelaner, im Kopf Spanier. Das ist Ronny Landaeter. Zwei Drittel dieses Kampfes sind gleich vorbei. Krasniqi weiß, dass er vorne ist, nimmt sich zurück. Die Strategie ist der Sieg. Nichts anderes zählt. Wir gehen kein Risiko, um hier vorzeitig zu gewinnen. So Magomed Chaburov. Está sufriendo, mira, tú estás mucho más entero que el Ronnie. Tenemos un problema. Si lo dejamos pensar, lo hacemos, lo dejamos hacer su boxeo. Ronnie, yo sé que es muy duro, pero hay que estar cuerpo a cuerpo todo el rato. Y no quiero que deje de pegar. Cuando tú ves que una mano se va por lo alto, hay que pegar. Schön aufwärtshaken. Knapp verfehlte. Eine gefährliche Hand. Er kniet die ganze Zeit. Geht in den Teambereich hinein von Landaeter. Ganz nah sind sie sich da. Arbeiten, arbeiten. Das immer wieder die Aufforderung von Salvador Heredia. Und immer wieder wird er zu Rundenbeginn gleich getroffen.
Er gibt in diesen Szenen alles. Landaeta feuert seine Hände ab. Aber da ist zu wenig Druck hinter. Der Schlag kommt halt nicht aus dem Fuß genau, sondern oft seitlich. Und deshalb wirkt Krasniqi bisher überhaupt nicht angeschlagen. Hat ja einiges einstecken müssen. Und trotzdem kommt der Europameister noch relativ frisch daher. Im Moment kaum Schwellungen im Gesicht zu erkennen. War ein toller Kampf von Robin Krasniqi zuletzt gegen den Russen Kashtanov, den Ex-Weltmeister. Seine Meisterleistung ging da über die Runden, Krasniqi. Sieht hier ähnlich aus. In Bad Tölz. Sein Trainer lobte ihn für einen großartigen Fight. Denn Kashtanov war anders als Landaeta sehr gut ausgebildet. Hat sehr sauber geboxt. Er wirkt psychisch schon ein bisschen angeschlagen durch die vielen Ermahnungen von Guido Cavalleri. Und er schlägt immer direkt am Mann, findet die Distanz nicht gut, Ronny Landaeta. Setzt nach, fällt in den Gegner hinein, so wie hier, und dann steht er direkt vor ihm in den Seilen. Da stellt er ja Krasniqi, der hat er ihn ja. Aber ist zu nah dran. Sein Trainer behauptet, Heredia, dieser Landaeta, hat so viel schnell antizipiert, so viel übernommen, dass man glaubte, er wäre immer Boxer gewesen. Aber in bestimmten Szenen merkt man schon, dass die alten Sportarten immer wieder mal durchbrechen. Da ist er zu nah dran am Gegner. Beim Kickboxen gut, beim Boxen schlecht. Magomed Jamurov werkelt da ein bisschen am Wasserbottich, lässt sich wieder alle Zeit. Spricht bisher gar nicht. Jetzt kommt er. Du schlägst, der haut gleich nach. Also nicht rausgehen, sondern schlagen, erstmal blocken, dann rausgehen. Ja, und ganz ruhig, so wie diese drei hast du gemacht, sehr gut. Ja, aber dann in die Seilen, warum bleibst du stehen? Beweg dich. Ja, einfach Hände hoch und beweg keine Seite. Lass dich auf dich nicht klopfen. Okay. Noch zwei Runden. Na, da hat er nicht recht. Es sind noch drei Runden. Auch ein Trainer kann sich mal verzählen. Noch 9 Minuten intensive Arbeit für beide Boxer. Landaeta beeindruckt, geht immer wieder nach vorn, aber steht sehr nah dran. Findet die Distanz nicht. Die klaren Treffer bleiben bei Krasniqi, selbst wenn der Spanier mehr Hände schlägt. Aber darum geht es ja nicht beim Boxen. Jede Runde wird mit 10-9 von den 3 Punktrichtern bewertet. Nach jeder Runde wird der Zettel eingesammelt und am Ende
werden diese Punkte addiert. Wer mehr hat, der gewinnt diesen Kampf. Sollte Robin Krasniqi alle Runden gewinnen, dann würde es am Ende hier 120 zu 108 stehen. Normalerweise, da er allerdings jeweils 2 Punkte mehr hat durch die Verwarnung und den Niederschlag in Runde 1, wäre das Resultat dann 120 zu 106. Die eine oder andere Runde, die hat sich Lander Eder durch seinen Einsatz ganz sicher verdient. Gegen den sauber boxenden Kasdanov hat sich Krasniqi besser präsentiert. Liegt auch daran, gegen einen sauberen Boxer kann man sauber und gut boxen. Gegen einen wie Lander Eder ist das sehr, sehr schwierig. Ging kurz in die Knie, Lander Eder, aber keine wirkliche Wirkung dahinter. Das ist das Problem von Robin Krasniqi. Er trifft oft, aber eben nicht hart genug in dieser Gewichtsklasse im Supermittelgewicht, um seine K.O.-Quote zu erhöhen. Aber Sieg ist Sieg. So sieht es Chaburov, so sieht es Krasniqi. Und genau dem folgen sie. Wieder Arbeit am Eimer, der da unten steht. Hier wird ein bisschen Eis zusammengeholt. Und eine neue Flasche. Wie sind die Beine? Gut? Ja, wir sind beide. Okay, aber gehen, hast du kapiert, was ich meine? Wenn du rückwärts gehst, dann geh, nicht stehen. So, und dann mal raus. Dreier waren gut. Locker drei. Und dann guckst du, wo du den platzieren kannst. Weil du erste drei hau mal erstmal einfach ruhig auf Deckung. Und diese Einzelschläge, wie du machst, dick, rausgehen. Ja. Weiter so. In die Seile nicht stehen gehen. Und linke hoch. Vorletzte Runde. Wenn du dann in die Seile hast, dann greifst du. Der Magomed Chaburov ist ein pfiffiger Trainer. Oh, Lander Eder ist sofort da. Chaburov sitzt noch gar nicht. Da geht es vor ihm schon rund. Spricht dann ganz leise, weil er natürlich hofft, dass die Richtmikrofone das nicht genau einfangen. Also er will, dass Robin Krasniqi durchaus mal auf die Deckung schlägt. Um dann jetzt direkt nachzusetzen. So wie hier. Es ging Chaburov um diesen letzten Schlag. Hier mit der linken ausgeführt, gerade von Krasniqi. Eigentlich soll es natürlich die rechte sein. No holding, back the back. Lander Eder will noch mal Körperkontakt, er will noch mal klammern. Er hat konditionell viel drauf. Aber diese insgesamt jetzt schon 10 Runden sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. 35 Jahre ist der alt, Krasniqi 4 Jahre jünger. Das macht was aus. Good, Robin, good. Beide wirken topfit. Lander Eder treibt weiter Krasniqi, ohne klar zu treffen. Schöne, klare Hände auf der Innenbahn. Da war die Präzision, die in den Schlägen zuvor fehlte. Gab sofort Kritik von Chaburov. Die Präzision muss sich steigern, wenn Robin Krasniqi tatsächlich Weltmeister werden will.
Wenn er gegen die Topstars der Branche antritt, dann muss angesichts der fehlenden Härte die Effektivität, die Präzision stimmen. Gegen Landaeta ist das alles sehr, sehr schwer umzusetzen. Gegen diesen unbequemen Mann aus Barcelona. Geben noch mal alles rein in diese letzten Sekunden. Landaeta denkt doch nicht etwa, dass schon Schluss wäre. Hat er gedacht. Er sah sich hier als Sieger, feierte sich. Alle ruhig. Aber es sind noch 3 Minuten. Letzte Runde, das ist in der Ecke von Krasniqi schon längst angekommen. Hände hoch, wenn du ballerst, dann hier. So ist gut. Blocken schlagen. Hände aber hoch, ne? Hände hoch. Und wenn er rechts auslagen, der kommt gut und decken dann. Letzte Runde. Hände hoch, mein Freund. Hände hoch. Hände hoch, den Sieg sicher machen. Robin Krasniqi, der Europameister in der schwarzen Hose, gegen Ronny Landaeta, den Spanier aus Barcelona. Krasniqi ist deutlich vorn. Und er soll diesen Sieg nicht gefährden. Sinnspruch von Magomed Shaburov. Der stammt von seinem Vater. Lieber 5 Minuten feige sein als ein toter Held. Soll meinen, er hat den Sieg sicher. Jetzt nichts riskieren, sich nicht von den Emotionen, von den Fans treiben lassen, sondern den Gürtel einfach locker nach Hause tanzen. Viel Salsa und Bachata wird es vermutlich nicht geben bei Ronny Landaeta. Der sich jetzt beschwert, der will auch mal eine Verwarnung sehen bei Krasniqi. Ist ein bisschen angegangen. Ein sehr emotionaler Typ, Ronny Landaeta. Seine Mama Laura Coromoto lebt in Venezuela. Seinen Vater hat er schon lange verloren, den gibt es gar nicht mehr. Auf die Mama angesprochen, brach er minutenlang in Tränen aus. Also der trägt sein Herz mit in den Ring, mit durchs Leben. Und so kämpft er auch. Sauber Boxen, keine Kopfstöße, 90 Sekunden noch. Es ist der 54. Profikampf von Robin Krasniqi. Was für eine Zahl, was für eine unglaubliche Bilanz. Landaeta hat erst 16 Kämpfe, allerdings natürlich eine große Erfahrung im Kampfsport durch die Karriere zuvor. Weggerutscht, keine Schlagwirkung. Er geht weg. Krasniqi, er geht weg. Er folgt seinem Trainer. Er macht alles richtig. Er nimmt den Fight jetzt nicht mehr wirklich an. Es wird noch mal laut in Dessau. Die letzten Sekunden. Eine Verfolgungsjagd. Und dann ist Schluss. Robin Krasniqi gegen Ronny Landaeta. Es wird ein Punktsieg für den Europameister geben. Wie klar der ausfällt, das ist die einzige Frage, die bleibt. Landaeta hat sich
Wacker geschlagen. Sein Trainer Heredia ist schon in der Ecke zum Gratulieren. Der weiß natürlich genau, hat viele Boxkämpfe erlebt. Auch Landaeta, ein toller Sportsmann, kommt sofort, um zu gratulieren. Bin auf das genaue Urteil gespannt. Daneben links übrigens, jetzt aus dem Bild entschwunden, Kvendrim, der jüngste Bruder von Robin Krasnitschi. Es ist ein Familiensport bei den Krasnitschis. Was für Muskeln, was für ein Sixpack. Wie definiert ist er, Robin Krasnitschi? Und jetzt versuchen sie ihm da das Tape zu lösen, das beschriftet wird mit den Zeichen der EBU. Das wird alles genau überprüft. Das war die rechte Hand von Robin Krasnitschi, die den Kampf dominiert hat. Die beste, die stärkste Waffe, die mehrfach gesessen hat. Aber eben nicht mit dem entsprechenden Druck. Jetzt haben sie ihn langsam befreit. Das ist schön, wenn die Hände wieder frei sind, wenn man die Finger wieder bewegen kann. Robin Krasnitschi bedankt sich bei seinen Zuschauern. Wolf Steinfort ist da mit einem Lächeln im Gesicht. Hat sich artig bedankt seinem Promoter, dass es diesen Kampf überhaupt gegeben hat nach der Absage von Stefan Hertel. Landaeta, ein ungeschlagener Gegner. Ihn so kurz zu besorgen, war eine Meisterleistung von Steinfort. Und Landaeta holt sich zu Recht den Applaus ab. Auch Sepp Maurer applaudiert da, der Fitnesscoach. Alle gratulieren ihm. An seinem Sieg dürfte es keinen Zweifel geben. Auch Heidi ist mit in den Ring hineingekommen. Bekommt jetzt ein Küsschen. Vom schwitzenden Verlobten. Irgendwann wird auch noch geheiratet. Die Boxer sind bereit und ich sehe, Lars Christian Kade hat ein Urteil. Bitte, Lars. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nochmal einen großen Applaus für beide Boxer an diesem Abend heute hier. Wir kommen zum Ergebnis. Roman Petrov aus Russland wertet den Kampf 120 zu 107 Punkten. Roman Petrov scores this fight 120 to 107 points. Ugel Bo aus Belgien wertet den Kampf 116 zu 111. Ugel Bo scores this fight 116 to 111 points. Und Massimiliano Bianco aus Italien wertet diesen Kampf 116 zu 110 Punkten. Massimiliano Bianco scores this fight 116 to 110 points. Und damit alter und neuer Europameister Robin Krasnitschi! Lametta kommt! Gold für den Champion. Es war keine Überraschung. 120 zu 107. Roman Petrov, der Russe. Er hat damit alle Runden an Krasnitschi gegeben. Eine Unentschieden-Runde. Also 10 zu 10 bewertet. Elbo und Bianco, der Belgier und der Italiener, waren sich einig. Vier Runden haben sie an den Spanier gegeben. Das kann man genauso tun. Muss nicht über die eine oder andere Runde feilschen. Klar ist, das Gesamtergebnis spricht eine deutliche Sprache für Robin Krasnitschi. Jetzt ist die Frage, wird es Stefan Hertel dann doch noch mal werden? Wird es Jürgen Bremer um die Europameisterschaft? Bieten sich Optionen gar um die Weltmeisterschaft?
dann könnte ich mir vorstellen, legt Robin Krasniqi diesen Gürtel nieder. Die Spanier sind zufrieden, haben einen ersten guten Ausflug gewagt in die internationale Boxwelt aus Spanien heraus. Aber zum Sieg hat es nicht gereicht für Ronny Landaeta, der Champion. Ist der Alte, der Europameister heißt Robin Krasniqi. Große Fotorunden gibt es nach solchen Kämpfen. Thorsten Püschel arbeitet sich jetzt heran an Robin Krasniqi. Der Kranz wird ihm noch abgenommen. Er sortiert sich nochmal, reckt den Finger nach oben. Er ahnt es schon, er weiß es. Dahinter sein Bruder. Und jetzt das Interview mit Thorsten Püschel. Robin Krasniqi, da sehen wir den Gürtel. Ein hartes, vor allen Dingen ein wildes Stück Arbeit war das. Was war das heute so unangenehm? Also als erstes muss ich sagen, großen Respekt an meinen Gegner. Vor allem, der hat so kurzfristige Ansage angenommen. Aber ich war mir sicher, dass wer um diese Krone kämpfen will, der war schon am Laufen, da am Training. Und ich habe ihn wirklich zum Glück sehr, sehr, natürlich immer sehr, sehr ernst genommen. Und es war eine harte Arbeit. Respekt an seine Leistung. Ich bin glücklich. Ein tolles Siegen mitnehmen nach München, also nach Hause. Es ist schon eine große Freude und vielen Dank an jeden, der diesen Weg genommen hat, heute vorbeizukommen und uns live zu unterstützen. Und auch an alle, die vor TV sitzen und uns live schauen. 49 Siege haben Sie jetzt gelandet. Sie haben Ihren Titel verteidigt. Jetzt könnte ja irgendwann der 50. Sieg folgen. Wird das vielleicht eine Geschichte gegen Jürgen Bremer, gegen den Sie ja schon mal geboxt haben? Der ist in der EBU ganz vorn gerankt. Könnte als Herausforderer bereitstehen, Sie auch? Ja, natürlich, vor allem, es ist schon in meinem Kopf immer, vor allem gegen ihn habe ich ja verloren. Und ich habe das akzeptiert, ich bin schon ein Profisportler, Profiboxer. Ich hoffe, dass ich irgendwann gegen ihn kämpfen darf. Und natürlich, der muss sich mit meinem Manager schon hinsetzen. Und natürlich, um ihm halt mit ihm alles klären. Ich bin bereit. Ich würde mich riesig freuen gegen ihn. Also immer, jederzeit. Nach dem letzten Kampf, als Sie den Titel geholt haben im Juni, haben Sie nach Lust und Laune, wie Sie es ausgedrückt haben, mal ordentlich gegessen. Dann kamen 17 Kilo zu. Ein bisschen kaum zu glauben. Schwabbelbauch bei Robin Krasniqi. Was wird es diesmal werden? Ja, es war ein toller Sieg. Und natürlich war dann Sommerpause. Ich habe schon eine schöne Urlaub gemacht und natürlich war ich da gleich nach dem Urlaub auch wieder in Arbeit und wie gesagt, ich habe mich top vorbereitet. Ohne eine Top-Vorbereitung würde diese Leistung heute nicht reichen, mit so einem Gegner im Ring zu stehen und vor allem noch ihn zu besiegen. Robin Krasniqi, vielen Dank. Ich danke auch.